Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir sitzen ein bisschen in der Scheiße. Weil da unten kommt gleich wieder der Kettensägentyp raus. Und wir müssen jetzt erstmal irgendwie irgendwas finden, wie wir den klein kriegen wollen können. So, da würde ich fast nochmal ein paar von den Bolzen machen. So Explosionsbolzen. Darunter. Schmeiß mal ein so ein Ding hier hin. Irgendwo. Steuerung ist heute wieder schwierig. Und hier hin irgendwo. Das war schlecht. Okay. Genau. Nehmen wir doch einfach mal hier oben auf die Brücke. Schießen von hier noch welche. Dahin. Ja, klar, genau, wieder auf die andere Seite von dem verkackten Fass. Und ich glaube, hier ist auch ganz gut. So, und die Blitzbolzen haben wir auch noch. Machen wir einfach einen dazwischen. Und da noch einen. Und genau, dann hier noch einen. Falls wir in Bedrängnis kommen, dann können wir den da ein bisschen ausmanövrieren. Genau, dann laden wir noch mal alles nach. Und genau. Würde ich fast sagen, wagen wir es. Ich weiß nicht, ob ich Fackel brauchen werde, eigentlich nicht. Egal, ich nehme so. Obwohl, können wir auch fallen lassen. Gut. Probieren wir es nochmal. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Hat geholfen, er ist zu Boden gegangen. Sehr gut. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Und diesmal ist kein Typ da, der das, die Bläschen einsammelt. Ist gut, dann ist er vielleicht das letzte Mal jetzt da gewesen. Okay, dafür haben wir ziemlich viel Munition rausgeballert, was eher nicht so geil ist. Trotzdem immer mal gucken, ob das hier noch irgendwo so eine Statue steht. Weil die brauchen wir ja. Ich höre etwas. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Okay. Ja, ich höre Musik. Das heißt, hier ist irgendwo wieder ein Speicherpunkt. Das finde ich schon extrem geil. Muss ich sagen. Das also hat ihn blockiert. Streichhölzer. Das ist super. Ah ja. Ja, da warten wir noch einen Augenblick. Ich will nämlich doch erstmal schnell speichern gehen. Den finde ich doch irgendwie als wichtiger. So, gucken wir mal. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lily, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Ah, okay. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert. Aber zu...
Was? Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue, mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du solltest wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Okay, es klingt doch so, als wäre er wirklich guter Vater, ne? So, das Gel nehmen wir noch mit. Kann ich das noch aufmachen hier? Ne. Hier noch irgendwas? Nö, scheint es gewesen zu sein. Ah, okay. Haben wir jetzt die Punkte hier alle als unsere Speicherpunkte? Könnte ich mir vorstellen, ne? Wäre denkbar. So, wir haben, glaube ich, noch einen Schlüssel, oder? Gucken wir gleich mal. Ja, wir haben noch einen Schlüssel. Was macht man auf? Ich will hier drüben was. Den hier. Pistolenmunition. 10 Stück. Ich kann keine mehr aufnehmen, aber die bleiben ja da drin. Soweit ich weiß. Deswegen müssen wir uns da keine Gedanken machen. Gerade mal überlegen. Ja, wir haben noch einen Spritzer. Nehmen wir den mal. Weil sonst könnte es doch ein wenig eng werden. Okay. Dann gucken wir mal, was wir mit 9000 Gel-Stücken, was auch immer, kaufen können. So, Nahkampf brauchen wir 18.000, das Doppelte ungefähr. Spritzenwirkung. Leben, nee, Leben auch nicht. Die Waffen. Munition. Ich glaube, die Qualenbolzen will ich nochmal, dass wir einen mehr mitnehmen können. Das machen wir. So, und den Rest heben wir auf. Weil die Qualenbolzen ja eigentlich doch ziemlich super sind. Sehr vielseitig. Das ist das Gute. Jetzt habe ich gerade das Speichern vergessen irgendwie. Ja. Das muss dann schon noch sein, das Speichern. Jetzt guckt mal ein bisschen dumm aus der Wäsche. Der besorgte Typ also. Was soll das heißen? Ja. Okay, genau, passt schon. Okay, und dann geht's weiter. Würde ich glatt sagen. Gucken wir mal, was dabei noch so rauskommt. Bin echt gespannt, wie es weitergeht, ne? Ja, tritt auf. Probieren. So. Ja, genau. So. Komm mal rein hier. Da war gar kein Knopf, ist mir gerade aufgefallen, oder? Ne, hier ist wirklich kein Knopf. Das heißt, irgendwer muss uns von außen rufen. Bin gespannt, was da noch passiert. Was ist das? Was hängt da? Ist das ein Hinkelstein? Ja, Gel. Eine Spritze. Wieso steht der Schrank hinter dem Rohr? Den kann man doch gar nicht aufmachen. Also wirklich. So, Pistole haben wir auch. Oh ja, er geht schon wieder automatisch langsamer. Das heißt wohl Cutscene. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben.
als würde jemand mit uns spielen. Ja, da hat er recht, das ist schlecht. Geht's dir gut? Halt durch, ist nicht mehr weit. Nein, das ist kein Hinkelstein. Wenn wir den runterschießen, sollen wir den runterschießen? Ist vielleicht besser, aber verbrennen kann man auch nicht, das heißt... Ich schätze mal, da ist nichts super Gefährliches dahinter. Oder es kommt raus und greift uns an und wir müssen weglaufen. Das geht natürlich auch. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Joseph! Oh! Da war ich wohl nicht schnell genug. Ist egal. Der gute Joseph tut ja zum Glück mit Respawn. So. Scharfschützengewehr. Nummer 1. Nummer 2. Die nehmen wir mit. Alles klar? Tun wir mal nachladen. Mir geht's gut, keine Sorge. Naja, da ist er ja. Ha, sehr schön. Oh, hau mal rüber hier. Vielen Dank. Na? Du hättest sie einfach lassen sollen. Bitte was? Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Gib mir Deckung. Gehen wir. So ein paar aufmunternde Worte wären doch auch nicht schlecht gewesen, oder? Das nehmen wir schnell mit. Das nehmen wir auch mit. Was zum... Was war denn das? Mist. In Ruhe, Mann. Oh. Gib mir Deckung. Gehen wir. Thank you.
Gibt's doch nicht, ey. Da fehlt der halb, da fehlt der halbe Schädel. Was ist denn los mit euch? Ich bin doch so ein miserabler Schütze. So, wunderbar. So, brennt beide. Ist auch super. Da drin nehmen wir noch eben. Ha! Der war gut. Rennen. Dann heilen wir schnell. Gut. Ich glaube, sonst sind keine mehr da. Hm? Da ist eine Axt. Mal überlegen, ob nicht irgendwo noch so eine Statue stehen könnte. Da baumelt eine Leiche. Ach, die hängt an dem Glockenseil. Okay. Schnell, hier lang. Okay. Gar nicht gesehen, dass du noch welche kam. Bist du in Ordnung? Ja. Okay, na, das ist doch schon mal schön. Nämlich, da ist eine ganz große Statue. Ich glaube, die kann man nicht kaputt schießen. Na gut. Wir laden mal eben schnell nach. 3 Schuss noch. Ist gut, dass wir im Speicherpunkt noch Munition haben. Die Schrotflinte noch 1 Schuss. Und da haben wir noch... Ja gut, da sind noch ein paar Bolzen. Geht's vielleicht noch lauter? Ich glaube, das haben noch nicht alle gehört. Das nehmen wir mit. Sonst ist da nix. Mal gucken, ob hier nicht irgendwo irgendeiner steht. Dann würde ich nämlich fast schleichen. Ah, Teile, sehr schön. Das gefällt mir hier nicht, das ist so ein riesiges offenes Areal. Kann ich auch kaputt machen. Ja, sehr schön. Ah, 6 Schuss Pistolenmunition, super. Okay. Dann können wir die Pistole nochmal nachladen. Viel zu offen hier. Das Häuschen da gefällt mir auch nicht. Da kommen sie bestimmt gleich raus. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Kiste. So eine Kiste so zu öffnen. Ha, Glück gehabt. Das ist echt nicht einfach, so eine Kiste so zu öffnen. Ui. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Okay. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die... Oh, okay. Das ist gut. So. Wunderbar. Das ist gut. Das ist echt gut. Müssen wir mal dran denken. Wenn wir das nächste Mal recht angeschlagen sind. Kommt ja mit Sicherheit dann irgendwann vor. So, ich gehe erstmal hier noch die Dinger kaputt machen.